Und ich sehe gerade Thorsten Fink, der Austria-Trainer, ist auch schon bei uns. Herzlich willkommen, hallo. Ja, haben Sie Oskar Kassier schon gratuliert zum Meistertitel? Ich glaube, ich kann man noch nicht, oder? Rein rechnerisch ist das. Nein, macht man nicht, kann ich Ihnen sagen. Ja, das macht man nicht. Natürlich sind sie eigentlich nicht einzuholen, aber das macht man dann erst, wenn es soweit ist. Okay. Ich gratuliere ihm zum Sieg und ja, zum glücklichen Sieg. Glücklich, weil? Ja, weil wir die bessere Mannschaft haben. Aber hat er die Austria auch genug gemacht, nämlich auch im Offensivspiel, um dieses Spiel auch zu gewinnen? Es waren gute Szenen hier, aber... Na, sagen Sie. Unglaublich, nee. Also ich glaube, es hat noch keiner in dieser Saison es geschafft, diese Mannschaft zu bespielen, so zu bespielen, wie wir es heute getan haben. Dass man nicht immer 50 Torschüsse rausspielt, ja, ist ja nicht eine ganz kleine Mannschaft, die hier hinkommt und gegen Abstieg spielt, sondern es ist eine Mannschaft, die zu Recht oben steht als Tabellenerster und eine Top-Mannschaft ist. Und also ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Vom Fight her kann man ihnen nichts vorwerfen. Auch vom Taktischen, wie sie es umgesetzt haben. Der Gegner hat eigentlich überhaupt keinen Zugriff zum Spiel gehabt. Und das erste Tor meiner Meinung nach, sind wir nicht schnell genug rausgerückt. Man hätte ihn schneller und besser abseits stellen können. Schauen wir uns das Tor an. Haben wir uns eh noch nicht nach der Partie jetzt angesehen. Dieses 1:0 hier aus der 36. Minute. Nach einem Einwurf für Ihre Mannschaft. Ja. Ja klar, das ist das Ärgerliche, haben wir dann angesprochen. Hier sieht man dann die Klasse von dem Spieler, die individuelle Klasse, die Schnelligkeit, wie er dann da reingeht, das ist natürlich top. Aber wie gesagt, hier habe ich gedacht, wäre es sogar abseits. Nein, ja. Knapp, aber doch nicht abseits. Okay, ja. Wie gesagt, ein weiter raus und man darf den Ball auch dort nicht ins Zentrum werfen beim Einwurf. Ja, und da müssen wir dann schneller die Lücke schließen, dann ist es dort abseits, sowieso, ganz klar. Ich muss aber dennoch nachfragen, wenn Sie sagen, ein glücklicher Sieg für die Salzburger Innen, ist auch ein Tor zu Unrecht aberkannt worden. Also es hätte auch 3:0 ausgehen können für die Salzburger. Am Ende, ja. Ja. Und Sie bleiben aber dabei, ein glücklicher Sieg für die Salzburger? Ja, sicherlich. Also das letzte Tor haben Sie ja wohl gesehen. Letzte Tor, ja, das ist doch eine Sache, weil wir mit dem Torwart mit nach vorne nehmen, weil wir unbedingt 1-1 spielen wollen. Es ist doch klar, dass das Ergebnis dann am Ende hätte 3-0 ausgehen können. Also wir haben genug Chancen herausgespielt, die wir hatten. Auch in der zweiten Spielhälfte? Genug Chancen? Ich finde, wir haben gut gespielt, okay? Okay, bleiben wir dabei. Gut, wir sind noch nicht ganz so fertig. Jetzt am kommenden Samstag das direkte Duell gegen die Admira, da geht es um den dritten Platz. Ist Ihnen dieses Spiel dann vielleicht sogar wichtiger als das heutige? Ja, heute wollten wir gewinnen. Jetzt nach dem Spiel ist mir der nächste Spieltag wichtiger, das ist ganz klar. Aber heute wollten wir das Spiel gewinnen. Meiner Meinung nach haben wir das gezeigt. Mit allen Zweikämpfen, mit Ballbesitz, auch mit Tormöglichkeiten, wo wir den letzten Pass nicht vernünftig spielen. Aber das war gut, das kann ich Ihnen versichern als Fußballexperte. Okay, gut. Rang 3, dieser Kampf um Rang 3, rechnen Sie damit, dass der bis zum Schluss so spannend bleibt und offen bleibt? Weiß ich nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen. Wir haben das nächste Spiel gegen Admira, den unmittelbaren Konkurrenten. Also können wir hier schon mal Admira auf Abstand halten. Also ich glaube, da ist auch dann rein rechnerisch nicht mehr möglich. Müssen wir schauen. Vielleicht noch das Torverhältnis. Aber wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann haben wir Admira auf Abstand gehalten und Sturm spielt bei Red Bull. Schauen wir, wie die Ergebnisse sind. Wir müssen unser Spiel gewinnen und dann wird sich zeigen, ob wir bis zum Schluss fighten müssen. Abschließend noch eine Frage, auch Ihre persönliche Zukunft betreffend. Ingolstadt sucht einen Trainer. Natürlich gibt es da sofort wieder Gerüchte, weil Sie auch ein bisschen eine Vergangenheit haben mit Ingolstadt. Wäre das so etwas ein Thema für Sie? Ich habe mit Ingolstadt keinen Kontakt und habe meine Arbeit hier zu verrichten. Das interessiert mich erstmal. Okay, Dankeschön. Für das Gespräch. Wir schauen an dieser Stelle vielleicht ganz kurz ins Sport am Sonntagstudio. Bernhard Stöhr wartet da schon auf Sie, auf uns.